Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir zwei Minen entdeckt. Einmal hier im Rutotal und dann die verlassene Ranelmine. Und da haben jetzt auch die ganzen die ganzen Sora-Statuen hingezeigt. Ich wollte gucken, ob die andere Seite woanders hinführt, aber nein, die ganzen Sora-Statuen haben hier hingeführt. Das heißt, das, was wir finden müssen für die Hauptquest wird bestimmt die Statue, die wir hier gefunden haben, uns hinführen, denke ich mal. Aber wir müssen auch noch eine Zentralmine finden, damit wir hier auch etwas holen können, wie ihr seht. Und heute kümmern wir uns um diesen fetten Turm da, wenn wir da reinkommen. Das ist ein großes Wenn. Ich hoffe natürlich. Auf jeden Fall müssen wir auch danach dann zum Spähposten. Und unsere Batterien gegen Batterien eintauschen, unsere Kristalle. Weil das können wir auch machen. Wenn wir jetzt genug haben. Moment. Moment. Doch, passt, passt, passt. Passt. So, da hinten ist die. Ich habe es aber markiert. Okay. Dann schauen wir mal daran. Wenn wir dann hier rausgehen, hole ich mir zwei Batterien, wenn das möglich ist. Vielleicht auch nur eine. Ich weiß ja nicht, wie viele ich mit 200 holen kann. So, jetzt würde ich eigentlich normalerweise sagen, Scheiße, wir kommen hier weiter. Aber nehmen wir das hier. Mal schauen, wie lange wir da hochkommen. Ob wir den ganzen Turm jetzt nach oben schwimmen. Das ist halt jetzt die Frage. Moment, kommen wir jetzt wieder an der Oberfläche raus? Oder bleiben wir in der Bro, what? What the fuck? Wo bin ich denn jetzt? Wir sind hier. Wir sind wieder bei den Suras. Okay, jetzt möchte ich doch überprüfen. What the hell? Was ist das? What the fuck ist das? Und warum? Warum schmeißt mich das hier oben raus? Okay. Aha, hier war ich also noch nicht drin. Okay. Da muss ich auch noch mal. Also, gut zu wissen. Dann komme ich hier tatsächlich einfach nur oben raus. Ja, dann erkunden wir hier unten noch ein bisschen weiter. Aber auf jeden Fall werden wir diese Folge wieder nach oben gehen, weil das langt dann auch, was wir hier erkundet haben. Aber warum sind wir jetzt? Ich dachte, dass das irgendein Turm ist, den wir nach oben gehen müssen, so eine Art Kampfturm oder so. Aber nein. Hier können wir uns einfach nach oben schießen. Mal, vielleicht können wir heute diesen Turm holen. Wenn ich nicht allzu viel Zeit verplapper. Verplemper. So, Moment, Moment. Wo schießt denn du hin? Hier. So, hier. Okay, what the fuck machst du? Da einmal hin. So. Okay. Okay.
Ich hätte. So, jetzt. Hätte zwar gern jetzt was Besseres gefunden als diese Mine, aber man kann. Mal passiert. Naja. Dann müssen wir wohl von der Mitte aus weiter erkunden. Dann machen wir das nächste Mal. So, einmal in die Richtung schmeißen. Okay, what the fuck geht hier ab? Aha. Hier ist extrem viel Miasma. Warum? Ich kletter jetzt hier ein Stück hoch und dann mache ich den hier. Und dann springen. So, jetzt. In die Richtung. Da oben ist die Wurzel. Mal schauen, wie viel wir mit der Wurzel freischalten. Okay, what the fuck, Alter? Wo gehe ich jetzt hier gerade hin? Aha, was sehe ich denn da? Müssen wieder hoch. Fucking hell, wo gehe ich denn gerade hin? Da hinten ist einfach ein Ivorok. The hell? Warum zum Geier ist hier einfach ein Ivorok? Komm, ein Leuchtner. Ey, ey, ey. Wie kommen wir da wieder hoch? Wie kommen wir da nur wieder hoch? Ah, ich glaube, ich weiß schon wie. Mit dem hier. Ich glaube, das machen wir auch, nachdem wir mit dem hier gekämpft haben. So. Ich hoffe, du bist der Einzige hier. Das können wir überprüfen. Ja, hier ist also echt nur dieser Ivorok-Boss. So, hier. Nur Kacke. Mir fällt gerade ein. Das ist Miasma oder nicht? Okay, das wollte ich zwar nicht, aber gut. So. Okay, das funktioniert nicht. Ich brauche eine Lanze. Ich brauche eine Lanze. Ja, hier haben wir eine Reiselanze, aber die muss ich mit irgendwas verstärken. Hoppala. Die Hand. Hier. Und jetzt schmeiß mal dein. Bang. So. Gut, mal gucken. So, so, so. So, so, so. Ich hoffe, die Lanze hält es aus. Kumpel, ich brauche dein Wasser. So, hier. Hier. Hier, hier, hier. Mal schauen, ob wir diesen Ivorok down kriegen. Ich hoffe doch. So, so, so. Ich meine mit der Lanze jetzt, ne?
Weil ich weiß, dass wir einen Down kriegen, aber ich hoffe, mit der Lanze geht's, funktioniert's. So, so, so. Okay, jetzt wird's übel. Jetzt brauche ich irgendeine Waffe, mit der ich da hochkomme. Das ist die einzige Einhänderwaffe, die ich habe, ne? Komm, wirf mal den Stein auf mich. Wirf mal den Stein, komm schon. Ivrok, hallo. So. So. Holy. Gut, der Ivrok ist down. Aha. Und da ich sowieso gerade beim Waffen machen bin. Okay, du bist besonderes. Also mache ich aus dir eine richtig starke Waffe. So, jetzt brauche ich nochmal mit dem ich Material, mit dem ich was machen kann. Auf dem Boden. Überfall. Ah, scheiß drauf, machen wir es so. Was ich auch mache, was mache ich aus dir? Nee, keine Ahnung. Geht es auch mit der Waffe? Ja, geht doch auch so, gell? Ja, passt doch. Was mache ich aus dir? Ah, schmeiß mir einfach mal die Waffe auf den Boden. Ja, passt so. Passt so. Und jetzt gehen wir dahinter. Und bauen unseren Weg nach oben. Dann können wir zu dieser Wurzel. Und ein bisschen mehr freischalten. Und dann verlassen wir schon wieder dieses Gebiet hier unten. Dann, glaube ich, geht's mal wieder oben weiter. Wir haben nämlich hier schon eins der großen Geheimnisse, nenne ich es jetzt mal, entdeckt. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, hier brauche ich nur ein Feuer, hoffentlich. Sie wohl, oder? Sidon, kommst du nach? Bitte sag ja. Ich hoffe doch. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier nach oben kommen. Ich meine, jetzt nutze ich das halt aus, weil ich weiß, dass da oben der Wurzel ist. Bei den anderen Sachen wusste ich halt nie, ist da irgendwas, ist da nichts. Und ich lasse es. Ich hoffe. Moment. Das könnte sein, dass das da unten einfach ein Abgrund ist, ohne irgendetwas, ne? Da hinten ist eine große. Nee, ist nicht so. Okay. Wir müssen noch ein Stückchen nach oben. Was zum Geier ist denn da? Holy shit, da ist schon wieder ein Jäger-Außenposten. Und ich schwebe noch gut. Ich schwebe so lange, bis es nicht mehr geht. Vielleicht schaffen wir es ja auch bis zu der Wurzel da hoch. Okay, da hinten habe ich irgendwas. Ach, das sind die Wurzeln, das sehe ich. Und tatsächlich, dieser Turm ist einfach echt nur eine Abkürzung nach oben. Eigentlich geil, aber auch irgendwie, naja. Ja. Das ist schon ein Stückchen.
Wie hoch kann ich eigentlich mit dem Ding hier fliegen? Ist vorbei. Ist vorbei. Scheiße. Ist vorbei. Bro. Holy shit. Wie komme ich da hoch jetzt? Wie zum Geil komme ich jetzt da hoch? So groß ist ihr Licht. Jetzt schweben hier ein paar Leute rum. Okay. Kacke. Hier. Oder halt nicht. Bro, Alter, echt jetzt? Sind fast keine Bögen mehr übrig. Okay. Aha. Ja, ich muss erstmal einen fetten Leuchter auf den Boden schmeißen. Ich keine Ahnung habe. Okay, was haben wir hier denn? Sonarbauteile sind hier unten zwar recht oft zu finden, an der Oberfläche sind sie jedoch angesprochen rar und kostbar. Nur das Dorf Taboraso stellt eine Ausnahme dar. Dort fallen viele der Teile vom Himmel. Ob darunter auch Varianten sind, die wir noch gar nicht kennen, wir müssen sofort einen Beobachtungstrupp losschicken. Was mag nur die Bewandtnis dafür sein, dass Taboraso so reich mit den kostbaren Stücken gesegnet ist? Sehr eigenartig. Ruhm, Koga. Okay. Schieß du mal da drauf. Schieß du mal da. Danke. Oh, Alter, danke. Jetzt muss ich diesen Ort finden, wo das Zeug drin ist. So wie es ausschaut, komme ich leider nicht an die Wurzel dran. Es sei denn, ich kann hier wieder was bauen. Ich hoffe doch. Ich hoffe, die haben hier etwas, mit dem ich fliegen kann. Aha. Okay. Sieht nicht so aus. Naja, gucken wir erstmal hier rein. So, was haben wir hier? Erstmal wieder große Energiekristalle und hier wahrscheinlich wieder so ein Bauplan, oder? Genau. Aber jetzt muss ich mir echt... Okay, das wollte ich nicht. Okay, what the hell ist das denn? Aber ich frage mich echt, haben sie hier echt kein Ding? Ich möchte nämlich da hoch. Und da nach oben ist komme ich wahrscheinlich nicht sehr einfach. Vielleicht liegt da draußen irgendwo was. Muss ich überprüfen. Ja moinsen, Alter, was sind das denn für Geräte? Röstschwertbanane. Okay, danke, 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 danke. Kacke. Jetzt egal. Einmal darüber schmeißen. Einmal darüber. Nochmal. Und einmal dort hinterschießen.
Aha, da ist wieder so ein Ding. Okay, es ist leider aus. So. Da ist wieder ein Ding zum Hochfliegen. Hoffentlich. Ich muss nämlich nach oben. Gut, hier rüber. So, und jetzt da oben ist ein Monsterlager. Das besiege ich kurz. Und dann hoffe ich, kann ich damit hochfliegen. So, so, so. Kacke. Sidon. So, hier. So, hier, hier, hier. So. So. So lange wollte ich eigentlich nicht Untergrund bleiben, aber mei. Hauptsache am Ende der Folge komme ich noch nach oben. Dann passt es eigentlich. Aber der Untergrund ist halt so geil zu erkunden, ne? So, aber diese Jägerverstecke müssen wir öfter finden. Und da haben wir noch eins. Aber da mache ich erst weiter, bis wir mehr Ausdauer haben. So. Jedenfalls schaue ich, dass ich heute noch Batterien kriege. So, jetzt haben wir hier alles. Und jetzt einmal dahinter. Und ja, da ist etwas zum Hochfliegen. Geheil. Geil. So. So, hier. Dann wieder runter. Ich glaube, ich muss mehr Bäume fällen. So. Jetzt nur noch nach oben. Und da hinten ist eine weitere. Gut zu wissen. Vielleicht können wir da ganz schnell hinfliegen. Okay. Okay, ich hätte vielleicht nach oben schauen müssen, wo ich denn dagegen steuere. Auf welcher Seite kommt denn die Wurzel? Hier. Oh, denn holy shit, ist sie sehr weit oben. Okay, the fuck, wo muss ich denn jetzt hin? Oder ist es da drüben? Die Wurzel, die ich die ganze Zeit sehe. Ich hoffe nicht. Hä? Ich bin doch nicht blöd, ich habe hier die ganze Zeit eine Wurzel gesehen. Oh, danke. Holy, ich dachte schon, ich habe irgendwas. Okay. Da hinten ist einfach eine weitere Wurzel. Interessant. Moment.
Das sind ja die Tingle-Inseln, oder? Ja, moin, sind es da hinten? Da sehe ich einfach die Tingle-Inseln. Und deswegen kam ich da nicht weiter. Da ist nichts. Da ist tatsächlich einfach nichts, außer dieser eine Weg da nach hinten. Ha. Da können wir nicht gleich die Wurzel da hinten noch mitnehmen, oder? Aber nee. Wir gehen jetzt mal wieder an die Oberfläche. Am besten irgendwo hin, wo es auch so eine Einheit gibt, die mir Batterie geben kann, genau. Und die Frage ist, wo machen wir danach weiter? Umgebung von Kakariko, glaube ich, ist am besten, wenn wir hier so weiter gucken dann. Genau. Also erstmal wieder zum Spielposten zurück. Da sehen wir uns gleich wieder. So, dann holen wir uns erstmal die Batterien. Habe ich da gerade richtig gesehen? Ach, da ist wahrscheinlich einfach gerade nur was runtergefallen. Du hast nix, Gott. Wie viele Batterien kann ich jetzt machen? Eine? Zwei? Egal wie viele, ist es auf jeden Fall mehr, als ich davor hatte. Das ist eine Batteriemaschine. Ja, das möchte ich. Soll ich für... Ach so, es sind zwei Striche. Ah, für jeden Strich. Ich dachte eine ganze Batterie, aber ja. Ja, bitte. Einen Moment, bitte. Deine Sohn- und Energiekristalle konnten erfolgreich in zwei Zusatzbatterien umgewandelt werden. Zusatzbatterie mal 2, ein kleines, aus Sonar-Energiekristallen gefertigtes Objekt. Erhöht die Energie, die in Batterien gespeichert werden, in deiner Batterie gespeichert werden kann. Okay. Es sind also ein Strich. Wir können bis zu 8 dieser Batterien haben. Also brauche ich noch 7 mal 3, 21. Ich brauche auf jeden Fall über 2000 dieser Scheißkristalle. So viel ist klar. Okay. Dann reden wir mal mit den Leuten hier drin wieder. So. Dunkelgewand. Haben wir schon. Ja. Bring mir 100 Irrlichter, dann erfährst du, in welchen Ordnung meine Brüder findest. Na, danke. Einer reicht mir im Moment. Fragment, ja, und ja. Aber das sind nicht die Zoras. Ach, das sind wahrscheinlich die Statuen und die Zoras führen irgendwo anders hin. Okay, ich muss also denen folgen. Okay. Ich muss den Statuen, die wir da gefunden haben, folgen. Das ist gut zu wissen. Das ist tatsächlich gut zu wissen. Okay. Dann. Was haben wir denn hier? Nix. Ja, dass die Leute Maronus nicht sehen können. Ist eigentlich sehr interessant, ne? Der Stein der Orni, okay. Fackel. Okay. Was bist du denn? Ein tolles Örtchen. Naja. Wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Batterien geholt. Und ich würde sagen, nächste Folge. Ich würde eigentlich gern diese Quest da weiter machen, aber wir haben schon sehr viel erkundet im unten drin. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nächste Folge gehen wir wieder zurück nach Kakariko und gucken uns die Umgebung an.
Wir gehen auf jeden Fall nicht auf diesen Berg. Das sage ich schon mal so viel. Wir gucken uns einfach mal hier das Zeug an, die Berge. Dann, ob hier hinten irgendwas ist. Und schauen, dass wir ein paar Schreine finden. Damit wir auch langsam unsere Ausdauer nach oben arbeiten können. Genau. Und damit würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.